Hallo zu einem Let's Play von Don Red Wars on Feed the Beast Direwolf 21.10. Hi und weiter machen wir mit Refined Storage. Ich habe ein bisschen umgebaut, weil das RF-Transmitter irgendwie meine Stromgenerator mal aufladen war. War ein bisschen blödsinnig. Eine unendliche Schleife. Perpetuum Mobile. Weniger. Gut. Die Lötstation haben wir gestern gesehen. Damit kann man halt Sachen craften. Für Refined Storage. Wir können aber halt auch Sachen craften wirklich. Also für uns. Irgendwie so ein Crafting Table, also eine Werkbank. Und zwar braucht man einmal dafür die Bauplanmatrix. Die Bauplanmatrix besteht aus einer Matrix, vollständigen Prozessor und einem Muster. Muster setzt sich so zusammen. Nehmen wir mal einen. Und wir brauchen auch noch mehr. Nehmen wir mal ein paar mehr. Also ein Muster, ein Gehäuse. Und einen fortschrittlichen Prozessor. Die habe ich alle schon zwischendurch mal gecraftet. Habe ich was falsch gemacht? Ah, eine Matrix. Ja. Und die Matrix setzt sich so zusammen. Okay. Uns fehlt dann der hier. Und wie man erkennen kann, ist das Crafting schon um Längen schneller geworden. Ja, leider ist ja oben beim Tinkers die Integration mit den Kisten kaputt. Prinzipiell, sehr schade. Aber mit der Matrix geht es dann auch. Wir brauchen Bauplanmatrix. Und was wir auch machen wollen, müssen Flüssigkeiten. Wir brauchen noch Flüssigkeiten-Matrix. Wir brauchen noch eine Matrix. Also den nochmal. Machen wir mal direkt zwei. Den nochmal. Machen wir auch zwei. Dann können wir den craften. Einen Eimer hatte ich schon vorbereitet. Und einen fortschrittlichen Prozessor. Und der läuft. So, Bauplanmatrix. Packen wir mal hier hin. Damit kann man Baupläne erzeugen. Dafür haben wir dann hier oben die Muster. So. Erzverzeichnis bedeutet, ignoriere Ores, also Erze. Also Kupfer ist Kupfer in dem Fall. Wobei ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, was da jetzt, ob das ignorieren ist oder anschalten. Werden wir sehen. Gut, wir können jetzt Muster definieren, also was wir haben möchten. Dann können wir die auf die Muster aufspeichern und dann halt weitergeben. Dann gibt es noch einen Fertigungsmonitor. Den können wir uns auch noch schnell craften. Da können wir uns dann nachher die Dinge anschauen, die gerade gecraftet werden. Und die Flüssigkeiten-Matrix. Ja, irgendwie, ich werde mir nachher noch umbauen, da könnte man Flüssigkeiten sehen. Kommen wir nachher zu. Dann gibt es die automatische Werkbank. Damit kann man halt dann hingehen und automatisch Sachen craften. Jede Werkbank hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Möglichkeiten, Rezepte abzugeben. Und die Rezepte bauen wir in der Nicht-Matrix. In der Bauplan-Matrix. Ne? Weiler. Gut, wo ich gerne hin möchte, ist hier die Crafting von
16K speichern. Also was haben wir hier drin? 16K beziehungsweise mehr. Ja, ein bisschen zu automatisieren. Diese Lötstation kann man auch automatisieren. Das werden wir auch noch sehen in der späteren Folge. Aber jetzt erstmal die ganz normalen Sachen. Also den Speicherkern. Oh, kann man hier drauf setzen. Die Muster wären vielleicht auch nicht schlecht, ne? Dass wir die mal automatisch kriegen können. Shift halten und dann zeigt er einem das an. Wobei das Muster ja Muster ist. Ne? Und den Speicherkern haben wir. Dann brauchen wir noch die Diskettengehäuse. Und damit hätten wir schon mal drei. Packen wir es mal hier rein. Zack, zack, zack. Und jetzt können wir hier hingehen und sagen, ich hätte gern Muster. Schauen wir mal, 10 Stück. Da sagt er uns, was er herstellen soll, 10 Stück, was verfügbar ist. Und ich kann starten. Und dann erstellt er mir die Muster. Oh. Und das ist halt das Geniale, wirklich an Refined Storage oder Applied Energistics, dass man halt mit diesen Mustern definieren kann, was er halt kraften soll. Und dann geschieht das automatisch im Hintergrund. Und wenn man verschiedene Ebenen hat, also zum Beispiel jetzt hier bei den 4K-Speicherkernen, dann brauchen wir ja die 1K-Speicherkerne auch. Dann kraftet er das alles mit. Und dann gehen wir auf 16. Refined Storage ist dabei so, dass es die Sachen nicht haben muss, weil, wie ihr erkennt, 4K-Speicherkern haben wir nicht. Applied Energistic muss die Sachen haben. Ist dann negativ. So, und wir gehen bis auf 64K hoch. Und wenn wir jetzt hingehen und sagen, hier, wir wollen mal eine 64K haben. Wir könnten das jetzt auch noch so sagen, also eine 64K Diskette machen, dass wir also das jetzt zusammenfügen. Können wir auch noch machen. Nicht die Flüssigkeiten, die 64K Diskette ist das hier. Wobei wir uns ein Rezept sparen könnten, aber okay. So. Und eine, was wir brauchen. Alles da, starten. Und jetzt können wir im Monitor uns anschauen, was er alles macht. Was alles kraftet. Er macht momentan den 1-Speicherkern, 1K-Speicherkern. Und zack, 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 zack. Und fertig ist er. Und irgendwo ist unsere Diskettengehäuse. Da ist er. Kann man gar nicht erkennen. Und die können wir jetzt hier reinpacken. Und damit können wir jetzt 60K, 60.000 Items speichern. Ist eine coole Sache, finde ich. Oder nicht? Also sollten wir vielleicht mal automatische Werkbänke bauen können. Weil der Platz ist bald voll. Und was wir auch brauchen, sind Schnittstellen. Schnittstellen. Einfach Prozessor mit Eingabe und Ausgabe. Die ermöglicht es uns, die Lötstation anzusprechen. Oder eine Sägemühle oder einen Schmelzereiofen. Und dafür brauchen wir eine Eingabe. Eine Eingabe braucht Datenkabel. Also machen wir erstmal Datenkabel. Ach, Mist. Die Werkbänke sind fertig. Machen wir nochmal eine. Oh, Konstruktionskern fehlt und Dekonstruktionskern fehlt. Ja, die müssen wir jetzt leider manuell machen. Weil wir können momentan keine Muster machen. Also Muster können wir schon machen, aber wir können sie nicht kraften lassen. Aber ist egal, machen wir direkt die Muster. Hier kann man nicht rausziehen. Eine Applied Energistic kann man hier rausziehen. Also es sind ein paar kleine Unterschiede. Machen wir die mal kurz hier. Zack. Einen jeweils. Weil mehr brauchen wir ja nicht. Eine automatische Werkbank. Alles da. Start. Da ist die automatische Werkbank. Block. Und dann direkt die anderen Sachen rein. Oh.
Die kann man auch noch schneller machen mit Speed-Upgrades, wenn einem das zu langsam ist. Je nachdem, wenn man 80.000 Sachen craften muss oder so. Was wir vielleicht auch machen sollten, ist das hier. Falls uns mal das Eisen ausgeht. Ne? Und rein. Bei Applied Industries gibt es übrigens eine Möglichkeit, remote die Sachen zu befüllen, diese automatischen Werkbänke. Und die Schnittstellen geht halt hierbei nicht. Hat alles Vor- und Nachteile, aber im Endeffekt finde ich es ganz gut. Wir brauchen noch mal ein paar Muster. Nochmal 10 Stück. Und packen es da rein. Hier haben wir die Eingabe. Wir brauchen die Ausgabe von Gerätesachen. Und da hinten rein. Und damit können wir dann die Schnittstellen bauen in der Lötstation. Tja, okay. Also wir brauchen eine Ausgabe. Wir brauchen eine Eingabe. Und wir brauchen einen einfachen Prozessor. Wobei die ja, zur Neige gehen. Die einfachen Prozessoren. Die einfachen Prozessoren waren Prozessorkern, Redstone. Silizium haben wir. Machen wir mal schnell und gehen wir mal schnell ein bisschen Eisen holen. Das hier sind die Reiseanker von Ender.io. Coole Sache. Die packen wir da rein. So, die Schnittstelle ist draußen. Und wie gesagt, damit kann man halt Eingabe-Ausgabeschnittstelle, damit kann man dann. Habe ich jetzt die Verkette genommen? Relais-Schnittstelle. Nee, müsste doch nicht gehen. Werden wir gleich sehen. Gucken wir mal. Die und wir wollen Schnittstellen bauen. Halt. Man braucht das Ergebnis, meiner Meinung nach. Wenn wir sagen, das ist. Nee, können wir nicht. Bauplan-Matrix, Flüssigkeit-Matrix, Fertigungsmonitor, Werkbank. Gucken wir mal, Schnittstelle ist ein einfacher Prozessor, Eingabe und Ausgabe. Einmal die Eingabe und die Ausgabe fehlt. Ein einfacher Prozessor. Oh, Mist. Ein einfacher Prozessor. Silikonbasis. Einfacher Prozessorkern. Ein bisschen Redstone. Zack, zack. Machen wir vielleicht den zuerst. Also, ein einfacher Prozessorkern, einmal Silikonbasis und einmal das ergibt eigentlich das. Ne, ergibt das. Bei Applied Logistics kann man es umschalten. Erzeugungsverzeichnis. Hierbei nicht. Ja, ich komme dann wieder zurück, wenn ich weiß, wie es geht. Bis später. Ciao. Also, um Rezepte zu machen für die Schnittstelle und damit die Lötstation oder irgendwelche anderen brauchen wir
den Matrix für den externen Bauplan. Dafür brauchen wir einen Ofen. Dafür brauchen wir Muster. Muss man mal schauen. Oh, fehlt uns eigentlich alles. Zwei Muster. Eine Werkbank. Ja, eine Werkbank. Eine Werkbank und noch ein Gehäuse. Das sollten wir uns nachher auch mal ein Muster für machen. Dann haben wir die Matrix für den externen Bauplan. Ich bin momentan alles ein bisschen am Umbauen. Muss ich nachher nochmal umdrehen. Wo haben wir es? Ne, da ist das Gehäuse. So, pack mal dahin. Auch da brauchen wir wieder Muster. Kein Redstone. Creeper. Muster hat man gesagt, ne? 10 Stück. Start, Start. Muster. So, und dann müssen wir uns halt die Rezepte anschauen, die wir machen wollen. Ein einfacher Prozessor ist halt ein einfacher Prozessor Kern, Redstone und Silikonbasis. Eine Silikonbasis, einen einfachen Prozessor als Ergebnis. Und da haben wir noch mehr Silikonbasis. Da hinten ist nichts drin. Das ist ein einfacher Ein Prozessor. Zombie-Head. Ja, sehr schön. Und Redstone habe ich. Und dann kann man die hier reinpacken, am besten in der Reihenfolge, wie es geschieht. Also einfacher Prozessorkern, Redstone und Silikonbasis. Also der zwar nicht nur einen. Nehmt euch am besten halt wirklich einen und klickt den da rein und da kommt dann ein einfacher Prozessor raus. Und da könnt ihr den jetzt da unten ins Muster packen. Und das Muster könnt ihr dann in die nicht in die Schnittstellen packen. Na, Runtergefallen in diese riesen Megaschlucht. Ein Glück, habe ich einen Teleporter. wo ist er hin? Konstruktionsfehler? Wo ist mein Muster? Also die Anzeige mit dem Deutschen ist sehr unbefriedigend. Diskettengehäuse. Da ist er. Da ist mein Muster. Hier unten. Da. Ausgabeschnittstelle. Hoffe ich. Probieren wir es mal aus. Ansonsten habe ich das Verkehrte gebaut und es muss ein Relais sein. Einfacher Prozessor nehmen wir mal weg. Und sagen nur Herstellung. Und Weggespawnt. ja, Skelette brauchen wir eigentlich nicht. Ich wollte es wegsnipern, um das Achievement zu kriegen.
Ach, da unten ist es. Also ist die Schnittstelle falsch. Ah, ich find's toll. Ah, was ist es denn? Srile? Oder die Ausgabe. Wie war das, wenn man in unseren Ender-Rucksack Metall da reinschmeißt oder Ohr reinschmeißt, wird es automatisch in die Refinery Ja, wird geschickt? automatisch geschmolzen. Ich frag mich gerade wieder, wie Refined Storage funktioniert. Okay, wenn einer Fachmann ist, dann du. Ja, eben nicht. Ich hab's ja noch nie gespielt. Das ist nur Output. Ich habe es ja noch nie gespielt. Applied Energistic habe ich schon dreimal gemacht oder so. Damit kann man halt Sachen rauspipen in Kisten. Mit der Eingabe kann man Sachen aus einer Kiste rausziehen. Mit der Konstruktionseinheit kann man Sachen platzieren. Mit einer Dekonstruktionsarbeit kann man Sachen entfernen. Lesegerät, Schreibgerät, keine Ahnung. Kann eigentlich ja nur noch ein Relay sein. Machen wir mal davon 10. Gehen wir mal kurz ein paar Heizungskerzen holen. Ansonsten muss ich wieder nachgucken. Das halt auch so ein bisschen. Nee, Relais ist nix. Da kann man nichts reinpacken. Das ist für was anderes. Für was auch immer. Mal kurz die Schnittstelle. Das sah eigentlich nicht schlecht aus. Ausgabe, Eingabe. Aber der ist sofort weg. Nee, das ist dann falsch. Jungs, ich komme noch mal wieder. Bis später. Okay. Wie gesagt, Refined Storage, Applied Energistics sind ähnlich, aber doch anders. Wir brauchen keine Schnittstelle, die brauchen wir für andere Sachen, sondern die automatische Werkbank. Genau die gleiche, die wir da benutzt haben. Hier hat es ein normales Crafting gemacht. Wenn er die platziert, habt ihr diese Fläche hier mit dem blauen Punkt und ihr seht hier diese Markierungen. Wenn er den Schraubenschlüssel benutzt von Refined Storage im Modus Ausrichtung, Schraubenschlüssel mit einem einfachen Prozessor etc., dann könnt ihr mit Shift, rechter Maustaste, den drehen und der dreht sich dann zu dem Gerät hin. Und jetzt arbeitet die automatische Werkbank mit der Lötstation zusammen. Also können wir jetzt hier oben das Muster reintun. Wir kriegen auch dann hier oben den einfachen Prozessor angezeigt. Wir können den jetzt craften. Und er sagt, es fehlt ein normaler Prozessorkern. Wäre vielleicht eine Sache, die wir ihm zuerst beibringen sollen. Ne? Okay, craften wir mal. Und Start. Und wir sehen, der hat es in die Lötstation reingepackt. Und dann ist es gecraftet, aber er nimmt es nicht raus. Wir müssen jetzt also noch einen Weg finden, den rauszunehmen. Wenn ihr jetzt in den Fertigungsmonitor reinschaut, dann seht ihr, er ist noch daran, er wartet noch auf diesen einfachen Prozessor. Also schmeißen wir ihn mal rein. Und dann ist er zufrieden. Was uns jetzt noch fehlt, ist im Endeffekt, ich mache das jetzt mal hier temporär hin. Das machen wir dann demnächst anders. Aber ich will die Folge zu Ende kriegen. Hoffentlich klappt es so. Eine Eingabe. Die Eingabe. Ist jetzt an die Wand. Das ist nicht so gewollt.
Die sollte jetzt eigentlich hingehen, wenn wir dem mal sagen, wir brauchen noch einen. Es fehlt schon wieder der Metall. Wir brauchen einen. Dann brauchen einen Start. Nochmal Start. Geht dahin, packt den hier rein und dann sollte die Eingabe den eigentlich rausziehen. Wenn sie denn von unten ziehen kann und nicht von oben ziehen muss. Dann müssen wir gleich schauen. Da. Und die Eingabe hat den jetzt reingezogen und der Fertigungsmonitor ist fertig. Und so kann man dann halt alle möglichen Geräte verknüpfen mit Refined Storage. Also ob es nun diese Lötstationen sind oder hier hinten unsere Mühlen oder den, na, wie heißt er, den Schmelzofen. Alles, was man halt irgendwie mit Inventar hat. Wir könnten exportieren hier in der Ender-Truhe rein und dann oder in eine normale Truhe rein und dann in die Schmelzerei pipen und wieder zurück. Man kann ohne Ende Sachen automatisieren zum automatischen Craften. Und ich baue dieses Kuddelmuddel hier wieder um und in der nächsten Folge schauen wir uns dann Bienen an. Vom Bringer of Light, weil der möchte die gerne automatisieren. Und das machen wir mit Ender.io. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ja, ich lerne im Endeffekt mit euch mit oder ich lerne auf jeden Fall Refined Storage neu. Und es ist ähnlich wie Applied Energy Sticks 2. Es ist ähnlicher zu Applied Energy Sticks 1. Und deswegen schaut euch ein paar Videos an, die euch das erklären, oder schaut euch meine Versuche an, es richtig zu machen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.